Samstag, 8. September 2018, 16.50 Uhr. Die deutsche Nationalmannschaft muss im Länderspiel gegen Peru in Sinsheim am Sonntag, 20.45 Uhr, live Dicker Spiegel Online, TV RTL auf Jungstar Leroy Sane verzichten. Am Freitag hatte der Deutsche Fußballbund zunächst bekannt gegeben, Sane habe das Teamhotel in München in Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw aus privaten Gründen verlassen. Für die Auflösung sorgte dann der Spieler selbst am Samstag. Ich bin unglaublich glücklich, euch mitteilen zu können, dass gestern meine Tochter geboren wurde. Mutter und Kind sind wohlauf, schrieb Sane bei Twitter. Und nutzte die Gelegenheit, um sich bei Bundestrainer Joachim Löw zu bedanken, der mich kurzfristig freigestellt hat, damit ich die Geburt miterleben kann. Ich drücke dem Team für morgen natürlich die Daumen. Der 22-Jährige war zum Auftakt der Nations League am Donnerstag gegen Weltmeister Frankreich 0:0 in der 83. Minute eingewechselt worden. Für die WM in Russland hatte Löw Sane aus seinem 23er Kader gestrichen. Ich habe ihm gesagt, deine Zukunft bei der Nationalmannschaft, die muss dann nach der WM beginnen. Du kannst für uns ein sehr wichtiger Spieler in den nächsten Jahren werden, sagte Löw. Die Personalie Sane hatte im Vorfeld des Spiels gegen Frankreich für Diskussionen gesorgt. Weltmeister Toni Kroos hatte neben lobenden auch kritische Worte für Sane gefunden. Grundsätzlich ist er ein Spieler, der alles mitbringt, um absolute Weltklasse zu werden. Man hat aber das Gefühl, dass er gesagt bekommen muss, was zu tun ist, um das zu werden, sagte Kroos.